Yo Leute, willkommen zum sechsten Part von Danganronpa Kibo no Gakuen no Setsubo no Kokosei. Würstchen. Jo. Ja. Hatta und Lars sind wieder da und im letzten Part haben wir diesen Raum hier durchsucht. Aber wir haben noch nicht alles gefunden. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich die Note, die hier an der Wand hing, schon eingesammelt habe, weil mir der Emulator danach abgeschmiert ist. Aber who cares? Deswegen bist du ein Würstchen. Auf dieser Note stand drauf von wegen, dass die ganzen Räume verschlossen sind und die Schlüssel dazu haben wir ja. Und dass in jedem Raum es Toolkits gibt. Also in jedem Raum von einer männlichen Person gibt es ein Toolkit und in jedem Raum von einer weiblichen Person gibt es ein Nähset. Und mit dem und beim nächsten ist noch so eine coole Nervenplanung dabei, so ein Plan des menschlichen Nervensystems bei, dass du dich mit einer Nadel in den Arsch piekst und du tot umfällst. Nein, eigentlich nicht. Eher so in vitale Organe. Hm? Was? Achso, ja, das war's bad. Ja. So. Du legst dich jetzt nicht schlafen, Alter. Ja, tu ich nicht. Brauche ich nicht, ich muss nicht speichern. Wie in allen möglichen anderen Spielen. Hm, ich leg mich ins Bett. Du willst automatisch speichern. Nein, will ich nicht. Nochmal, okay. Das war da anders. Das speicherst du auf der Toilette. Nice, okay. Aber ich würde sagen, wir verlassen jetzt erstmal den Raum. Auf der Note stand noch drauf, sowas wie von wegen, dass nur die Räume von den Mädchen abgeschlossen sind und die Räume von den Jungs sind aufgeschlossen. Nur warum ist dann dieser Raum hier zugeschlossen? Warum ist dieser Raum zugeschlossen? Das haben wir im letzten Part uns ja schon gefragt. Und ich würde einfach mal vermuten, dass das hier dann der Raum von einem Mädchen sein müsste. Aber wir schauen erstmal nach, ob das überhaupt stimmt. Vielleicht finden wir das ja raus. Wir gehen jetzt erstmal aus der Tür raus. Leave the room. Yes. Leave or report. Du musst lesen. I stepped out of my room to look for everyone else. And waiting for me on the other side of the door. What? Was a situation like you might see in an old manga. Jojo? Nein, nein! Fart! Oh, wir haben die arme Maison nun umgerannt. Fatal Damage, Mortal Damage! Maisono? Sorry, are you okay? No, it was my fault. Gomenasai. Ich hasse dich. Naja, bei ihr geht das ja noch. A slightly embarrassed smile rose to her face. And she slowly brought herself to her feet. Are you sure you're alright, Maisono? You're not hurt, are you? Maisono. Das musst du jetzt gleich einblenden, ist dir klar, oder? You're being melodramatic. A little bump like that is no big deal. I may not look like it, but I'm actually pretty tough. It's all the dancing I do on stage. That's a relief. But more importantly, what about you, Naigi? Does it still hurt? Where... Oh, war da... Oh, Doppel-O. Oh, war da Hitze? Oh yeah, right. Got knocked out in front of everyone. Day one and everyone already knows how much of a loser I am. Naigi-kun? Ah, I'm fine. It's nothing. That's good to hear. I was worried about you. Thanks. By the way, what brings you here, Maisono? I came to check up on you. Check up on me? Well, you see, if you're feeling better, I was wondering if you would join me in the cafeteria. Cafeteria? The cafeteria? After you got knocked out, the rest of us decided to split up and look around. We thought we could cover more ground individually. And we agreed to meet up later and share what we found. So it's almost time for that? Well, in that case, of course I go. Wonderful. I meet you there then. Und der Cutout ist schon verschwunden.
So, dann bewegen wir uns mal. Wir sehen hier die verschiedenen Räume. Wir schauen uns jetzt wahrscheinlich erstmal alle verschiedenen Räume an, wo wir überhaupt rein können. Die sind verschlossen. Ichimaru. Verschlossen. Lies. Fixed with a nameplate. All the doors look pretty much the same. Okay. Und sie sind alle verschlossen. Ah, okay, okay. Fixed with a nameplate. All the doors bla bla the same. Nein. Hör auf. Du kannst es nicht wissen. Vielleicht ist irgendein... Ja gut, du hast es schon gespielt, aber... Vielleicht ist irgendwo ein spezielles Nein, Event Nein, du kriegst es nicht in Junkos Raum rein. Nein, du würde ich niemals tun. Oder würde Naegi niemals tun. Wirst du von einer Shotgun an der Decke abgeschossen? Auf jeden Fall, wenn wir so an den Namen und den Räumen vorbeigehen, können wir uns erstmal nur ein bisschen Orientierung verschaffen und die Namen von den Charakteren lernen. Du kannst doch einfach Dreieck drücken. Das kann ich. Die Karte aufrufen, du Banane. Nee, das ist ein bisschen zu einfach. Really? Ist das so? Sonne an Vielleicht können wir in den Maisono-Raum rein. Ja, du creepst auch nicht auf Maisono rum. Ach, na. Und bei Kidikidi? Nein. Naja, okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die große Empfangshalle. Wow, ich schaue mir mal die Karte an. Holy shit. Ach, da wird sogar angezeigt, wem welcher Raum gehört. Ja. Ich würde sagen, wir erforschen erstmal ein bisschen. Ich glaube, in der Herrentoilette war... Oh, Frauentoilette! In der Herrentoilette war, glaube ich, noch eine Medaille. Hol die erstmal. Du musst lesen. This is the woman's room. Not much used to me. You're not a pervert, right, Naegi? Mental note. This is the man's room. Man. Können wir da nicht rein? Scheinbar noch nicht. Schade. Auf jeden Fall ist da später, glaube ich, eine Medaille drin. Nicht spoilern, bitte. Ich möchte das alles selbst rausfinden. Gehen wir mal in den Müllraum. Warum bin ich denn überhaupt hier? I should go to the cafeteria. Everyone is probably already waiting. That Lispel. Ah, okay. Man kann sich nach links und rechts, also so diagonal bewegen, indem man E und Q drückt. Okay. Also was links und rechts Tasten auf der PSP sind? Ja, bei mir nicht. Ah, hier ist die Cafeteria. Schlecht. Da wollte ich aber noch nicht hin. Da geht's runter in die Schule. This is where the classrooms are, right? I don't have any business there. Now, I should go to the cafeteria. Everyone's probably waiting. Jo. Du kannst nichts betreten übrigens. Ist mir egal, ich schaue mich einfach mal um und löse... Spart ist noch off-limits. Doesn't look like I can go in here. Das ist immer wichtig, sich einfach mal umzugucken. Vielleicht finden wir ja Medaillen oder sowas. Dafür kriegen wir ihn auch noch genug. Storage room. Everyone open! Looks like it's locked. Dann schauen wir uns mal die Gitter an. A staircase, but the shutters have been lowered. These here, you can't go up. Sort of defeats the purpose of having stairs. Jo. Ich würde sagen, du gehst einfach mal in die Cafeteria, du Nein. Könnten wir theoretisch machen, aber... Also, obwohl doch, wir haben schon alles abgesucht jetzt. Und in... Ah, was ist das da für ein Raum? Das ist die Wäschekammer, in die kommst du noch nicht rein. Okay. Dann gehen wir wirklich mal in die Cafeteria. Schild. PSP-Steuerung, please. Das Schild lässt sich nicht untersuchen. Ah, okay, dann. Dann gehen wir mal in die Cafeteria. Baut sich wieder alles schön auf. Das ist meins Nono. So this is the cafeteria. I'm glad to see that it's well kept. But this isn't the time for that. We are still trapped there, after all. Yeah, you're right. As far as I can tell, nobody else has arrived yet. So I guess we wait. You're right. We just have to wait. What? You heard that?
Of course. I'm an Esper. I'm kidding. I just had a feeling, that's all. Was that really just a feeling? Entschuldige die Unterbrechung, aber es ist Zeit für ein Tutorial. Heute reden wir ein bisschen über das React-System. Du wolltest eine Konversation mit Miss Sayaka Maisonono starten. Wolltest du? Yeah. Wenn du mit ihr redest, solltest du eine Anzahl an lilanen Sätzen finden, wie diesen hier. Wenn der wenn diese lilanen Sätze erscheinen, drück den Dreieckknopf, um in den React-Mode zu schalten. Such dir einen Satz aus mit dem Digitalpad, dann drück den X-Knopf, um auf nähere Informationen einzugehen. Das ist die Essenz des, oder das ist die Grundlage des React-Systems. Es reagiert zu Sachen, die dein Partner sagt. Bitte genieße dein neues Leben in der Akademie. Jetzt mal ausprobieren sollen, gerade eben, du wirst, ich glaube, dafür hättest du eine Münze bekommen. Echt? Okay. Ano, Naigi? Yes? Picking up where our introductions left off. Okay, also, wir können uns jetzt aussuchen, wo unsere... Du kannst beides machen. Unsere Vorstellung oder Something I Was Wondering. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal Dreieck. Gehen in das React-System. Where our introductions left off. We were interrupted back there. And I still have something I want to ask you. Sayaka Maizuno has a question for me. I wonder what it could be. Jo, dann reden wir nochmal mit ihr. Ano, Naigi? Ja? Jo, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal auf die untere. Something I was wondering. What is it? Are you by chance a Sixer? Nekodo 6 Junior High Class 2? Yeah, I was. I knew it! I went to Nekodo 6 too. I was in class 4 though, did you know? I couldn't I? Even in middle school, she was a super, super duper famous. I couldn't possibly have not known her. Though the thing that surprised me most is that she remembers me. We weren't in the same class and we never really talked to each other. Is something the matter? No, I was just surprised. I didn't think you'd remember me. Of course I remember you. We went to the same middle school, didn't we? But a ton of people went to our... Das bin ich. Fuck. There's nothing all that noteworthy select. The most average of the average, ordinary to a cliché degree. A fan of most anything ranked number one. Oh, you. What are you talking about? Baka Naigi? What? How am I silly? She let out a cheerful, girlish laugh. Oh, das kann ich nicht. Lass es auch. Ich bring dich um, wenn du das machst. The smile was mysteriously comforting. I couldn't come up with any way to describe it other than amazing. It's so nice to find out that there's something here I know. Somehow, just talking to you, Naigi, cheered me right up. You're wonderful! Nah. I'm nothing special compared to all you super-duper high schoolers. But you're the one who cheered me up. Gave me courage, not anyone else. Thanks, when you put it like that. Yes? As thanks for sharing your strength, I'll be your super-duper high school sidekick. Huh? Sidekick? I'll be your sidekick, Naigi. I'll do whatever I can to help. So let's make out of here together. Let's make it out of here together. Nicht make out. Hast du zu viele lange Upper Hand High Dojins gelesen? Nein, egal.
Hearing my Zono say that, let the white screen appear, makes me feel like I can do anything. Which is all fine and well, but what's taking everyone so long? Actually, first of all, what time is it? It's adventure time! Oh nein, Lars. Der musste sein, einmal musste sein. There should be a clock around here somewhere. Jo, aber ich würde sagen, weitermachen wir im nächsten Part, denn wir haben jetzt schon genug in diesem Part. Wir wurden mit dem React-System konfrontiert und haben unsere erste spielentscheidende Entscheidung... Was? Nope. Spielentscheidende Entscheidung. Spielweiterführende Entscheidung gebracht. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass wir Maisono uns aus der Schule kennt. Und ich würde sagen, damit schließen wir erstmal den Part ab. Im nächsten Part geht's weiter. See ya, Leute. Hatta and Vivi signing out. Ciao.